Thomas, wir haben von Wohlstand geredet, Lenkungsabgaben auch. Ein Thema, das mich jetzt noch interessiert, wie siehst du das in der Landwirtschaft? Eigentlich schaffen wir dort, wenn man so genau will, auch mit Lenkungsabgaben. Ja, wir arbeiten zwar mit Zuwendungen, die aber nicht unbedingt die Lenkungswirkung erzeugen, die wir gerne hätten. Das heißt, vielleicht ist es uns auch gar nicht so bewusst, dass wir eigentlich damit lenken wollen. Ja, ich glaube, wir blenden Zielkonflikte häufig ausblenden oder nicht sinnvoll lösen. Ja. Wir buttern sehr viel Geld in ein System, was ich nicht falsch finde, grundsätzlich. Weil unsere Produktionsbedingungen sind nun nochmal nicht die gleichen wie in Holland. Es ist durchaus sinnvoll, bei uns zu produzieren, aber es ist dann sinnvoll, wenn die Produktion nicht vor allem Schadwirkungen erzeugt, sondern zum Beispiel unsere Umwelt eben auch bewahrt, für das man künftig auch noch weiter produzieren kann. Darf ich das umformulieren, wenn du es richtig verstanden hast? Du sagst eigentlich, die Landwirtschaft ist für uns eigentlich ein Luxusgut, das ich sehr unterstütze, also dass wir eine gute, gesunde Landwirtschaft haben. Sondern es geht nicht einfach nur darum, zum Lebensmittel zu produzieren, sondern wir wollen sie bei uns haben, wir wollen auch das Land pflegen. Und darum müssen wir auch dort etwas investieren, darum ist ja klar, dass es etwas kostet. Ich glaube, gute Produkte vor Ort hergestellt haben auch ihren Wert, haben eine andere Qualität, die dürfen auch etwas kosten, das ist alles okay, können wir uns auch leisten. Mhm. Und es reduziert unsere Abhängigkeit vom Weltmarkt zum Beispiel. Ja. Das ist eine gute Sache. Wichtig ist aber, dass die Lenkungswirkungen eben auch nicht zu Folgeschäden führen, sondern dazu führen, dass wir unsere Produktionsbasis, unsere Lebensgrundlage erhalten und stärken, dass wir das System stärker machen und nicht schwächen. Wenn ich jetzt einfach Geld reinbuttere, ohne Sinn und Zweck, einfach weil jemand Bauer ist und jeder Bauer das Gefühl hat, er müsse den ganzen Maschinenpark selber haben, weil es könnte ja sein, dass ein Nachbar ihn gleichzeitig braucht, wie er auch, und außerdem will er mit dem gar nicht reden, das ist sowieso ein blöder Sieg, der anders denkt als er, dann haben wir eigentlich eine Geldvernichtung, die nicht wirklich produktiv ist. Wenn wir aber wenn wir zum Beispiel Hilfsstoff, wo unser Grundwasser verseuchen oder wo die Artenvielfalt reduzieren, indem es weniger Insekten gibt und damit nachher auch die ganze Nahrungskette hinten drunter leidet, wenn wir das billig auf dem Markt haben und der Bauer eigentlich auf diese Art günstiger produzieren, dann macht das logischerweise und dann schadet er unser System. Also wir müssten schauen, dass diese Sachen teuer sind, die Folgeschäden haben, und dass die Sachen, die uns als gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben, dass man die abgelten. Also der Bauer muss solche Subventionen nicht darum bekommen, weil er Bauer ist und weil er am lautesten jammert, sondern er soll sie darum bekommen, weil er eine Leistung erbringt. Und zwar eine Leistung im Gemeininteresse. Und das heisst jetzt aber, das Allgemeininteresse soll auch dürfen definieren, welche Leistung das man will. Und wenn ich jetzt recht zugelassen habe, sagst du, wir müssen dort eben auch ökologische Aspekte einbeziehen und sagen, wir wollen jetzt vielleicht nicht Pestizide im Trinkwasser, sondern wir wollen Lösungen unterstützen, wo der Bauer gute Produkte machen kann, ohne dass das Nebenproblem entsteht. Absolut. Also, wenn ich hier in der Schweiz Fleisch produziere, wo aber eine Raufutterbasis ist, ist das eine gute Sache. Und das gibt auch gutes Fleisch, man muss auch zahlen. Wenn ich aber das Gleiche mache mit einer Futterbasis in Südamerika, indem ich Soja importiere, dann habe ich eigentlich Faktor 10, den ich verliere auf dem Eiweiß. Und das heisst dann Schweizer Fleisch. De facto ist es aber eigentlich südamerikanisches Fleisch, einfach sehr ineffizient hier produziert. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Das eine soll man durchaus fördern, beim anderen gibt es keinen Grund, warum dass man da noch finanziell mithilft. Im Gegenteil, da müssen wir bremsen. Also ökologischer Unsinn
soll man nicht finanzieren. Ich glaube, etwas, was noch ganz wichtig ist, wir sehen den Wert von der Landwirtschaft, wir sehen den Wert von der Leistung, die Bauern erbringen. Und es geht nicht darum, dass man die Subventionen, wie sie jetzt noch heissen, kürzt, sondern es geht darum, dass man sie im Interesse von der Gesamtbevölkerung einsetzt. Also der Bauer soll am Schluss sein gleiches Einkommen haben, das soll irgendwie in der Form gesichert sein, aber er soll es entsprechend, wenn er das Geld will beziehen, auch so, ich soll sagen, einsetzen, wie es im allgemeinen Interesse liegt. Ist das so eine Idee? Und durchaus auch im Interesse der Landwirtschaft selber, weil absolut. Ökologie und langfristige Ökonomie sind die gleichen. Ja. Wenn in unserer Produktionshysterie zum Beispiel Flächen mit Schwermetall belastet würden, dann ist das eine Hypothek für die nächsten Generationen. Mhm. Und das kann es nicht sein, respektive das kann nicht förderungswürdig sein. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man den Nutzer, den Landwirt selber, das auch immer wieder zeigt, dass sie ja letzten Endes profitieren von so einer Umstellung. Und das sehen ja auch sehr viele und das machen ja auch schon sehr viele. Ich glaube nicht mal, dass die Bauern, die sehen das sehr wohl. Ja. Aber sie benehmen sich innerhalb von ihrem System vernünftig. Ja. Es gibt das Sprichwort vom beratungsgeschädigten Bauer. Da gibt es übrigens auch Hauseigentümer. Wenn man aus dem Zeitgeist aus diesen Leuten falsche Arbeit setzt und sie falsch beraten, dann haben sie auch Fehlentwicklungen, Geld investiert in Fehlentwicklungen und am Schluss müssen sie noch den Preis zahlen. Also da muss man den Vorwurf nicht primär den Bauern machen, sondern die meisten Bauern benehmen sich aus ihrer Sicht vernünftig. Genau. Was nicht stimmt, ist unsere Landwirtschaftspolitik. Und wie die Leistungen, für was dass man Leistungen zahlt und welche Leistungen dass man eben vielleicht besser könnte priorisieren. Oder? Genau. Und das sind halt letztendlich sind das auch da wieder Entwicklungen über Generationen. Eine gewisse bis mehr Fehlentwicklung wieder richtig gestellt hat, geht durch meistens auch seine Zeit.